Was geht? Mein Gamername ist Rob Titan und ich spiele Battle Isle. Mein richtiger Name ist Robert und das ist jetzt die zweite Folge, die ich über Battle Isle mache. In meinem ersten Video habe ich zum Beispiel gesagt, dass das Video sehr ähnlich oder das Spiel beziehungsweise sehr ähnlich wie Boom Beach oder Clash of Clans ist. Das sind so die Spiele, die man kennt fürs Handy und das ist halt die Version für die PS4, so sehe ich das auf jeden Fall. Am Anfang habe ich dem Spiel einen Daumen hoch gegeben. Jetzt würde ich meine Meinung nochmal ändern, da ich das Spiel jetzt einfach nochmal länger gespielt habe und ich den Gefallen bzw. diesen Spaßfaktor verloren habe. Es dauert mir einfach zu lange, bis die Truppen ausgebildet sind. Der Speicherplatz der Also der Werke ist zu klein, das heißt nach 4 Stunden müsste man eigentlich, 4-5 Stunden muss man wieder rein, um das Gold zu sammeln, damit die wieder produzieren. Und ich finde das einfach für die PS4 total unpraktisch, weil ich die, keine Ahnung, nicht alle 4 Stunden anschmeißen kann. Auch zwischen der Woche nicht, wenn ich arbeiten bin, und es geht euch wahrscheinlich genauso, arbeiten oder Schule, ja. Man kann leider nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben. Das heißt, das hier ist das letzte Video, was ich über diese Spiele mache. Was ihr hier seht, ist ein Angriff. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, weil ich über diese 200.000 gekommen bin. Ich habe auch noch mein Lager, also meine Inseln verbessert. Also das seht ihr auch gleich im Vergleich zu meiner ersten Insel. Ich habe die 3 Sterne gerade noch so bekommen. Ganz knapp. Ich glaube, ich hatte noch 3 oder 4 Sekunden übrig. Jetzt zum Beispiel greife meine Panzer und meine Soldaten einen Geschützturm an, also Maschinengewehre, und haben eigentlich ein leichtes Spiel. Meine Schiffe kommen jetzt auch langsam rum und die werden sich jetzt noch die Ölplattform schnappen und da die restlichen 22.800 oder mindestens die 22.000 holen. Und damit bin ich dann auf den 280.000. Das ist für einen Angriff schon ziemlich hoch. Natürlich muss man jetzt auch mit einplanen, dass man auch relativ, beziehungsweise dass ich relativ viel für meine Truppen ausgeben musste. Die Panzer sind sehr kostspielig und die Schiffe, das sind auch so die teuersten. Jetzt rasen meine Panzer noch weiter, um das letzte Gebäude zu zerstören. Ich suche jetzt nochmal die Karte ab, ob irgendwo eine Ölplattform war. Das hatte ich einfach zur Sicherheit gemacht. Es war keine vorhanden. Weil das hatte ich auch schon beim Angriff, dass die Ölplattform auf einmal ganz am Ende der Landschaft war. Und da hatte ich aber schon all meine Boote gesetzt. Und ja, dann habe ich nicht die ganze Kohle bekommen. Das waren halt 80.000, die mir gefehlt haben. Diesmal habe ich aber darauf geachtet. Und ich hole mir auch alle Sterne und das ganze Geld. Jetzt geht es nochmal zurück zu meinem Lager. Hier sieht man Sieg, wie viele Sterne, und dann habe ich auch noch so ein paar Punkte bekommen, 10 Stück, ja, von der Rangliste her. Ja, jetzt bilde ich neue Truppen aus. Erstmal Schiffe. Da sieht man auch schon so ein bisschen, wie ich meine Inseln platziert habe. Die Gegner kommen nicht so schnell an mein Geld ran, weshalb ich auch nicht so oft angegriffen werde, beziehungsweise von mir nicht so viel gestohlen wird, weil es einfach zu kostenintensiv wäre für die Gegner bei mir einzumarschieren. Natürlich, wenn sie jetzt ein Level 50er bei mir mich angreifen, dann hätte ich wahrscheinlich auch wenig Chancen, aber so Level 40, Level 30 habe ich keine Probleme. Aber ich werde das Spiel jetzt von meiner PS4 löschen, einfach weil es mir zu viel Aufwand ist für zu wenig Spaß. Wenn ich jedoch einem von euch geholfen habe, dieses Spiel zu finden, und ihr natürlich trotzdem Spaß an diesem Spiel gefunden habt, dann will ich euch diesen natürlich nicht nehmen. Bin froh, dass ich euch das Spiel empfohlen habe und dass ihr es durch mich gefunden habt. Und vielleicht habe ich jetzt auch einen Anreiz gegeben, wie ihr eure Insel noch gestalten könntet vom Aufbau her. Das war schon, das war das letzte Video, was ich jetzt über Battle Island mache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wir hören voneinander im nächsten Video. Ciao, ciao.